Hallo, hallo, hallo. Vielen Dank fürs Einschalten zu einer weiteren Folge Be a Bro. Das letzte Mal war echt, echt der Hammer. Vielen Dank für das ganze Feedback. Was ihr lasst ein Like da, wenn euch gefallen hat. Wenn nicht, direkt in den Kommentaren. Was können wir besser machen? Was wollt ihr sehen? Was gefällt euch? Genau. Nicht? Worum geht's heute? Heute spielen wir eine Chili Escalation. Ja. Nachdem das letztens so gut angekommen ist, haben wir uns überlegt, jetzt nicht eine Chili-Schote, sondern nach jedem Tor eine Chili-Schote. Ich will nicht zu viel verraten, aber der Daniel verträgt nichts Scharfes. Also wir schwitzen jetzt schon und ich glaube, mit den Chilis wird es dann nochmal ein Stück härter. Ja. Mal sehen, was uns kommt. Ich freue mich schon. Come on. Ihr kennt so die Spieler. Fuck, man! Erste Chili-Schote. Ja. Erste Chili-Schote. Deine Chili. Na gut, dann fang ich mal an. Wie kleine roten Exemplar. Ist scharf. Kurze Pause. Es geht weiter. Dann ist zu scharf war. Boah. Kein Kommentar. Alter, den Milch getrunken und mit Milch wird das alles besser. Aber oh. Für kurze Zeit, aber es fängt schon wieder an. Ja, ein Tor, eine Schote, also. Ich sehe davon den Hit noch nicht. Fuck! Erste Halbzeit gut überstanden. Nein, nein, nein! Ja! Zü! Let's go! Deine Chili-Schote! Eins, eins zu eins. Weg, 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 weg. Zlatan Ibrahimovic! Yes! Kurz und schmerzlos, eine kleine, ganz eine kleine. Das wird ein Fest für dich. Ein Festmahl. 90. Minute ist gewesen. Kannst vergessen! Guten Appetit! Scheiße! Nice! Es hat schlecht begonnen, aber... Dir geht! Dir geht! Ich glaube, die kriegen sich sehr erwischt. Sie hat so gebrannt. Zweites Spiel. Erstes hat der Daniel 3 gegen 1 gewonnen. Ich hoffe, jetzt muss er mehr Chilischoten essen, vor allem hat die erste dir mehr zugesetzt als mir. Jetzt nicht die ganze Zeit. Also, ja, los geht's. Halt mir die Daumen. Ich spiele jetzt BVB, er Real Madrid. Vorher war ich Real und er war... Menu. Habe ich gesehen.
So, langsam bekomme ich Bauchweh von den Chilischoten. Also immerhin drei Genossen. Ja, ja, ich esse gern schon. Reus, Reus! Na! Ja, wieso lass mich ablenken? 1-0. Let's go! Das ist noch was über. Nicht ganz hat er sie gegessen. Oh mein Young! Boah, ich spüre Chili. Ja, oh, ich kann. Ich finde die Atmung tut richtig weh. Hey! Ja, 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 ja! Das gibt's ja nicht! 2-0. Das ist so ein dreckiges Spiel! Ganz rot, ne? Ist leichter. Aber das ist wieder extrem groß. 2-0. Jetzt. Zu 0. Nach 38 Minuten 3-0. Ich kann mich einfach nicht mehr konzentrieren. Eine Chilischote. Geht's? Also langweilig, wenn es nicht so ausmacht. 3-0, liebe Leute! Oh. Okay, schon. So, ich habe mich jetzt wieder ein bisschen erholt. Circa 5 Minuten Pause. 3-0! Los geht's! Hey ho, let's go! So, Daniel verkraftet die Chilischoten nicht so gut. Zudem hat er noch einen Liter Milch getrunken und etwas Bauchweh. Etwas Bauchweh ist ja, du könntest Tore schießen, aber das wäre eine Möglichkeit. Das habe ich letztes Spiel gesehen. Ja! Ach komm! Das war ein Driven Shot aus 10 Metern. Normal geht der rein. Na sicher, aus jedem Winkel. Von der Distanz. Jedes Mal. Aber mein Jan! Das gibt's ja nicht. Na, wie geht das? Ja. Ja. Das ist ein Teufelskreis. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, wenn man nicht so drehen. Das ist jeder 5-0. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Danke, dass ihr das letzte Mal so viel Feedback gegeben habt. So viel Support. Danke für jeden Like. Vielen Dank für jedes Kommentar. Instagram oder hier direkt auf YouTube. Danke für die ganzen. Für jede Message. Für jeden Verbesserungsvorschlag, genau. Jede Kritik sind wir auch sehr dankbar. Subscriben könnt ihr hier direkt oder hier da. Hier. Da. Na, also erstmal auf YouTube subscriben, wenn ihr das nicht eh schon habt. Bekommt ihr immer Benachrichtigungen, wenn wir ein neues Video haben. Auf Instagram natürlich, da seht ihr auch immer laufend den Content. Genau. Und auch zwischendurch natürlich irgendwelche Posts, irgendwelche Neuigkeiten von FIFA. Genau, Instagram haben wir die Story, ganz viel Privates und so direkt im Newsfeed halt lustige Sachen für euch. So.